Hallo und willkommen zurück zu Ego Draconis Divinity 2, immer noch in Kalis fliegender Festung. Und ich glaube, hier bleiben wir auch noch eine Weile, denn die Kämpfe sind nicht ohne und ich muss da halt sehr vorsichtig vorgehen. Deswegen erstmal Geist. Kreatur. Erwache, mein Tierchen. Und dann versuchen wir noch da hochzugehen. Ich meine, eigentlich könnte ich jetzt wahrscheinlich schon wegfliegen, weil ich ja alles habe, was ich brauche. Ich habe alle Truhen, denke ich, gefunden. Ich überlege mir das auch, weil es sind schon ziemlich viele hier noch. Was das bringt, ist levelmäßig bringt es natürlich sehr viel, aber... Weil hier jetzt, so schrittweise vorzugehen wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich probiere es mal. Ich kann nicht wirklich erst die hier oben... Nein! Ich werde direkt beschossen von allen Seiten. Das dachte ich mir schon. Jawohl! Oh, ich fühle mich gar nicht. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Genau. Das geht jetzt nicht mehr so. Dann würde ich sagen, ich fliege wieder raus. Und guck mal auf der anderen Seite noch, was da gibt. Wenn ich kann. Ich muss halt an irgendeinen Rand. Ich kann nicht von hier aus starten. Das geht leider nicht so. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Ich muss schnell irgendwo runterrennen. Irgendeine Kante runter. Gut, das könnte jetzt problematisch werden, tatsächlich. Ja gut, das Reinkommen ist eine Sache, das Rauskommen eine ganz andere. Ja, gut. Shit. Da ist der Ausgang. Oh, warte, Loot. Eieiei. Ey, wer, was, von wo? Ernsthaft jetzt? Hä? Wie macht ihr das bitte? Ich sehe euch nicht mal. Hä? Die haben einfach mal durch die Mauer geschossen, oder wie? Jetzt steht einer da, aber... Ah, ich will euch töten mit dem... als Drache. Okay. Hier ist noch so ein komischer Ring. Kann ich nicht drin landen? Ich komme nicht höher als so. Ist da eine Truhe? Ansonsten würde ich das nämlich komplett ignorieren. So, das war der Teil. Allerdings haben wir noch den hier. Ja. Scheiße. Da hinten ist noch eine Truhe. Und hier, und das ist beides alles sehr offen. Warte da, warte, hier kann ich ja. Dann nur wieder die Frage, ob ich auch wieder rauskomme. Wen haben wir hier? Skelette. Das ist ein bisschen größer. Über diese Statue. Kreatur. Schnapp sie dir! Da hinten ist ein Hebel. Hä? Komischer Zauber gerade. Ich gucke mich erstmal so ein bisschen um. Wir haben drei Türen. Ein Kissen, kein Buch. Die ist verschlossen. Dafür werde ich wahrscheinlich den Hebel brauchen. Da komme ich wohl nicht rein.
Und da unten ist noch was. Fangen wir doch mal da an. Wow, was hatte die denn gerade für ein... Scheiße. Gut, dass ich eben gespeichert habe. Was hatte die denn für einen Bogen? Er hat irgendwie einen krassen Pfeil geschossen. Da ist auch ein Hebel hier. Ich versuche mal, sie zuerst zu kriegen. Aha, wenn sie nicht abhaut. Sie haut ab. Ich höre schon wieder den Pfeil auf mich zufliegen. Ich bin schwer verletzt. Autsch. Ich fühle mich gar nicht gut. Wieso habe ich hier so Probleme auf einmal? Heilen. Nein. Ich fühle mich gar nicht gut. Mist. Speichern laden. Ich heile mal vollständig. Nehme meine Tränke. Alles, was ich kriegen kann. Am liebsten eigentlich noch den Geist. Brauche aber noch einen Moment. Komm schon. Eventuell gerade nochmal Waffen wechseln. Ich möchte durch das Schild ein bisschen mehr Schutz. Na komm, jetzt. Ich kann nicht. Doch. Siehst du? Geht doch. So, jetzt mal vielleicht hochkommen lassen. Aber bisher bin ich mal runtergerannt, dann sind die hochgerannt und das ist immer so ein bisschen doof. Hebel Nummer 1. Diese Musik hier drin. Also diese Geräusche. So, Nummer 2. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Die Metallskelette, das finde ich irgendwie auch witzig. Ihre Lache. Das Herz ist auch verdient. Sehr schwer, sich hier durchzukämpfen. Und zweite Tür, wo auch immer die ist. Tränke sparen. Tür 1, okay. Ein bisschen runter gucken. Skelette. Lala. Und ein bisschen Mana. Und speichern. Und los geht's. Okay, den Geist habe ich jetzt nicht dabei. Ja, wir werden sehen, wie blöd das ist. Oh, ich wurde vergiftet. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Dran kriegst du? Ich muss ein Heilmittel finden. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Ich
will nicht die nächste Gruppe Gegner ranziehen. Da ist noch einer. Okay, erstmal nämlich hier oben. Oh Gott, rumgucken. Ah, witzig. Scheiße. Ach Mist, falsche Taste gedrückt. Oh Gott, das war wieder dieser komische Pfeil. Ich muss ein... Ey. Level up. Na na, Level up. Fertigkeiten. Werte Einhand. Und danach gehe ich wieder auf Zauber. Speichern. Da komme ich wohl nicht rein. Oh, die bewachen das. Das sieht interessant aus. Das könnte unser eigentliches Ziel hier sein. Vielleicht. Vielleicht ist auch wieder nur eine Truhe mit ein paar Kristallen Gold drin. Man weiß es nicht. Was wäre ein bisschen aufwendig, das so zu bewachen. Da ist auch noch eine Truhe. Ich bräuchte aber... Au. Ich bräuchte noch einen Schalter halt, ne? Hallo, hallo, hallo. Zickzack laufen, Feuer. Burning Ring of Fire. Ist immer gut. Und ich habe einen Schlüssel. Okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Machen wir den mit dem Schlüssel auf, nicht mit dem Hebel. Ich nehme mal an, also wenn da jetzt drin ist, was ich brauche, also hier ist ein Questgegenstandsschwert, dann würde ich mir, glaube ich, die andere Truhe schenken, weil dann ist das wieder nur so eine Truhe. Da ist bestimmt vielleicht was Gutes drin, wenn man Glück hat, aber die ist jetzt nicht so wichtig. Weil ich glaube, die kriege ich nicht, weil das, wie gesagt, viel zu offen ist oben. Das Gebiet, den Teil der Festung. Wo war denn jetzt? War das Truhe? War dann die Tür? Hallo da. Da ist der barbarische Drache, der meine wunderbare Festung zerstört hat. Warum nur? Sehr schön, dich habe ich gesucht. Ihr hättet eure Schwester nicht erzürnen sollen. Ich habe mir vorgenommen, den schwarzen Ring zu vernichten, das auch. Ich war auf dem Weg nach Flussheim und dann bin ich auf das hier gestoßen. Ihr hättet eure Schwester nicht erzürnen sollen. Herr Musa? Sie steckt mit den Feinden des Verdammten unter einer Decke? Das kleine Sensibelchen will Rache, oder? Myrtos gehört mir, Schlange. Und ich werde euch damit für das Chaos büßen lassen, das ihr verursacht habt. Jetzt bin ich gespannt. Kali könnte natürlich sehr tough sein. Dass jetzt mein Ende ist hier. Möge Ultrings Helm mich beschützen. Ja. Feuerring, Heilung, 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 Heilung. Stärke, Intelligenz, Gewandtheit, alles. Ich bin schwer verletzt. Scheiße, ich sterbe, ich komme nicht raus. Ich fühle mich gar nicht gut. Oh Gott. Oh mein Gott, ich muss gerade ein bisschen Rückzug machen. Eieieiei. Meine Kreatur ist auch schon am Arsch. Reicht mein Mana dafür? Erwache, mein Tierchen! Ja. Und da kommen sie auch schon wieder. Kali ist noch da. Ist, glaube ich, die letzte. Aber jetzt nicht übermütig werden. Ich muss weiterhin heilen. Oh Gott, ich dachte, ich bin gerade hängen geblieben. Komm schon, komm schon. Die Herrscherin der Nacht ist tot.
Ihr seid wahrlich stark geworden. Ja. Ich sehe auf jeden Fall auch fies aus. So, sagenhaft. Leder, leichter Edelhammer, das Philosophen der Zerstörung. Die Namen immer wieder. Und verzweifelte Perlenhalskette der Kriegsgötter. Gold. Ulrichs Helm, von dem sie eben noch gesprochen hat. Die Dämonenkriege. Questgegenstand, das Buch, Titel Dämonenkriege. Wer kriegt das denn? Werden wir gleich noch rausfinden. Myrtos. Das Schwert, was sie holen sollen. Und ein Brief. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Nice. Speichern. Dann haben wir das tatsächlich geschafft hier in Kalis Festung. Und glaube, in der Zeit, die wir hier drin waren, 3 Level dazu gewonnen. Hat sich gelohnt. So, dann haben wir noch eine Geschichte, Verdammten und ein großes Buch, was ich aber nicht weiter benutzen kann. Okay. Schauen wir uns das doch mal an. Das könnten wir eventuell schon kennen, nachdem Nemesis nun ein ödes Land geworden und übersät war von Ruinen und Dämonenlagern, wartete Damian geduldig darauf, dass einer seiner Jünger des Schwarzen Rings unwissentlich seine Flucht einleiten würde. Das Warten zog sich lange hin, aber schließlich beschwor ein Nekromant in Rivellon einen Dämon aus Nemesis, als er vom Orden des Göttlichen belagert wurde. Der Dämon tötete alle Paladine und brachte eine Trophäe mit sich, auf die Damian sehnsüchtig gewartet hatte, einen Gefangenen. Ich glaube, das kennen wir tatsächlich noch nicht. Unter falscher Identität befreite der Verdammte den namenlosen Paladin und überzeugte diesen armen Diener des Guten davon, dass er ihm auf seiner Flucht und bei der Rückkehr in seine Heimat helfen würde. So zogen sie zusammen los und kämpften gegen die Einwohner von Nemesis, die eigentlich loyal gegenüber dem nun unbekannten Damian eingestellt waren. Am Ende erreichten sie die Ranar-Zitadelle, wo der Paladin lernte, wie man Spalte öffnet. Und auf diese Art, nämlich weil ein Diener des Göttlichen es so wollte, konnte der Verdammte ein weiteres Mal Rivellon betreten. Hatten wir das schon mal? Ich war es nicht ganz sicher. Iodocus Lipsius, Hofhistoriker. Erste Auflage, herausgegeben von Alte Presse Verdistis. Und der Brief? Mein Glückwunsch, Kali. Ihr wolltet das Schwert und ihr habt es euch genommen. Auch wenn ihr dafür euren Vater töten musstet. Natürlich ist Vatermord etwas sehr Bewundernswertes in meinen Augen. Gezeichnet Damian. Und Dämonenkrieg kann ich benutzen? Bringt mir nichts. Er will das Buch haben. Das geliehene Buch ist noch was anderes. Sollte aber eigentlich auch in den Fjorden sein. So, das ist kein so guter Hammer. Das Schwert interessiert mich, glaube ich, auch nicht. Muss ja wahrscheinlich eh zurückgeben. Und dann hatte ich noch genau irgendwann mal diese Hose hier eingesammelt. Ich so, naja. Und das ist der Helm. Den könnten wir benutzen. 3 Bezauberungsfelder und ein Veredelungsfeld. Der sieht auch ganz cool aus. Dann würde ich nämlich schon mal, ich wage es mal, die gute Veredelung hier drauf zu packen. Dann müsste ich gleich mal nach dem Plattendrachenhelm noch gucken. Wir haben immer noch ein bisschen, ich bräuchte mehr Reflexe und Fernkampfresistenz eigentlich noch, das wäre nett. Allerdings, nicht zerstören. Ich weiß nicht, ob ich das mit Verzauberung hinkriege. Eigentlich nicht. Ich müsste mit Veredelung noch irgendwo. Habe ich noch irgendwas frei? Da habe ich noch was frei. Aber ich habe. Reflexe habe ich nicht. Ich habe nur Magierüstungswert und kräftiger Körper. Na gut. Dieses Buch enthält die Memoiren sowohl von Menschen als auch von Dämonen. Alles Veteranen dutzender Kriege. Da soll jetzt doch noch das Buch. In den Händen eines fähigen Experten kann die Dämonenkriege das Handbuch für den ultimativen Kriegsherrn darstellen.
Eure Fertigkeiten haben sich verbessert. Wie schön. Ja, ging der Text eigentlich noch weiter oder was? Ist ein bisschen verbuggt, das Buch. Wem könnten wir das? Vielleicht können wir das auch der Herr Moser geben. Drei Punkte. Und Heilung ist eigentlich auf 3. Das irgendwo habe ich einen extra Heilungspunkt her. Von irgendwas, was ich anhab. Mache ich mal eine Hand noch auf 5. Maximum. So, also erste Maximum. Ich finde den Helm sehr cool. Irgendwie witzig. Gut, ist jetzt nur die Frage, ob wir hier auch wieder rauskommen. Ich lese das Buch vielleicht nochmal. Warte, ich speichere vorher. Ich habe das Gefühl, der wollte da irgendwo noch was sagen. War das denn jetzt? Nee, nicht das. Wie ist es denn? Hä? Ach so, hat mir das einfach jetzt Punkte gegeben. Und es hat sich dann aufgelöst. Oder bin ich blöd? Ja, scheint so. Ah, okay. Gut. Dann hat es alles gemacht, was es soll, nehme ich an. Das war also ein besonderes Fähigkeitenbuch eigentlich, mit 3 Fähigkeitspunkten. Bin mal gespannt, ob die anderen Festungen auch so schwierig sind. Oder ob die teilweise vielleicht sogar noch ein höheres Level hätten. Das wäre blöd. Ja. Wir müssten sehr schnell. Kann ich gerade ausrennen? Ja, wir müssen sehr schnell gerade ausrennen. Dann kommen wir vielleicht raus. Kriegen wir einen Schnelligkeitszauber? Los geht's! Lauf, 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 lauf. Das hat ja schon mal gut funktioniert. Zick, zack, laufen. Au. Oh, oh, witzig. Ah, Hilfe. Oh Gott. Und lauf. Nein, 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 komm. Noch ein paar Meter. Und verwandelt. Zwecklos. Komm. Ich muss zu Fuß oh weiter. Oh Gott, das war knapp. Alles gut. Nein. Nicht fallen. Ich wollte drücken die Nummer 4. Wir haben es geschafft. Eine Truhe haben wir jetzt nicht. Das ist. Ne, 2 Truhen haben wir nicht. Das ist die hier in der Ecke da oben. Aber ich glaube, darauf kann ich verzichten. Erstmal. Vielleicht kann man sich die zum späteren. Ah, nee, 3. Mist. So viele noch. Aber vielleicht können wir die uns zu einem späteren Zeitpunkt mal holen. Wenn wir noch ein paar Level drin haben. Ich weiß halt nicht, ob sich das hier nochmal verändert dann. Ich hoffe, das bleibt dann jetzt so. Nicht, dass ich nochmal alle irgendwie. Dass hier alles respawnt oder so ein Käse. Aber da wir ja jetzt Kali getötet haben, hoffentlich nicht. Dann würde ich zu einem anderen Zeitpunkt halt das einfach nochmal zu Ende machen. Weil das jetzt noch, die 3 Truhen noch zu machen, das wird ein bisschen langwierig, finde ich. Auch mit Level 30. Wir bringen mal das Schwert zurück. Wie schön und friedlich das hier ist. So, da hinten ist auch noch eine fliegende Festung. Ich lande gerade mal hier. War das zu knapp? Ja, das war zu knapp. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter.
Ja, ich hänge jetzt am... Ach. Gucken, ob ich im Wasser raus... Danke. So. Denn wenn ich jetzt in den Turm gehe, und dann wieder aus dem Turm raus, lande ich ja wieder hier. Also ich müsste zur Trainingsarena. Ich bin's nur, alles gut, nicht hauen. Wieder zurück? Ich bin bereit für eine weitere Runde. Erkennt ihr das hier? Es ist Myrtos, das Schwert der Macht. Das Schwert. Ich erinnere mich an seinen Glanz. Sie ist also tot. Gut. Endlich wird sich der Schatten von meinem Geist heben. Wir sollten das feiern, mein Drachenritter. Lass Zassam bitte wissen, dass wir bereit sind. Okay. Schicke Ohrringe. Gedankenlesen und unbeugsamer Wille. Spontane Entzündung. Aber ich habe halt den Set-Gegenstand jetzt. Legendärer Mithril-Hammer. Ich glaube, den nehme ich mal. Fernkampfrüstung. Die Veredelung ist auch nicht schlecht. Ah, dann kriege ich keine Dingsbelohnung. Keine Erfahrungspunkte, wenn ich die Veredelung nehme. Lieber mal so und irgendwo Veredelung kaufen. Was meinte sie eigentlich jetzt mit Sassan sagen, dass wir bereit sind? Wieder was? Zurück? Ich bin bereit für eine weitere Runde. Na dann los. Ich brauche gerade mal Training für... Ich hatte Einhand komplett hochgelevelt. Machst du das auch? Experte Einhandwaffen. Ja. Danke. So. Dann... Ach ja, stimmt. Das hier habe ich noch gucken. Die Kette... Fernkampfresistenz. Wie viel verliere ich da? 2% etwa. Kräftiger Körper, Magierüstung. Ich brauche Fernkampfresistenz. Schon jetzt hätte ich die Veredelung, war das nicht Fernkampf, da reinsetzen können? Ich weiß gar nicht, ob das war. Ich behalte die Kette gerade nochmal. Das wollte ich verkaufen. Jetzt Drachending muss ich anziehen. Der Mithril-Hammer. Ach so, stimmt. Ich habe hier so eine Schadenserhöhung um 100 bei dem anderen Hammer drauf, weil der diese einzigartige Elite-Dingens einzigartige Hammer ist. Ja, gut, den hätte ich mir sparen können eigentlich. Daran habe ich mal wieder nicht gedacht. Ja, gut. Dann verkaufe ich den wieder. Wo kriege ich denn Veredelung her? Sassan kann ich Sachen verkaufen, die ja doch meistens Veredelung wäre. Da muss ich in Thronsaal. Ihr seid alle wieder da. Schön. Brauch schon einen Aufzug, ey. Ach so, weil sie dann die Arena jetzt verbessern kann. Okay, Herr Moser hat gesagt, dass meine Arena bereit für eine Verbesserung sei. Das ist sie, Drachenritter. Eure Arena wird eurer Macht würdig sein. Und handeln. Ich kann eigentlich alles verkaufen. Ich glaube, ich bin mit meinen Waffen bisher so zufrieden. Und was? Ach so, sie hat nicht genug Gold. Ja, Moment. Willenskraft. Na gut. Und, Fernkampfrüstung. Schön. Tränke, ihr seid überladen. Ach. Wie viel Geld hast du jetzt? 1000. Ja. Kann ich denn schon wieder überladen sein? Das gibt's ja gar nicht. Oh, nun fertig kein Buch. Ich verkaufe dir mal hier das, den Krempelkrampf. Saft. Ich meine, ich nehme ja eh Tränke. Das ist ein bisschen albern, da das ganze Essen mitzuschleppen jetzt.
zu dem Zeitpunkt genug Geld, dass ich mir einen Haufen Tränke kaufen kann. So, warte. Jetzt müsste ich doch wieder Platz haben, oder? Einfach her damit. Gib mir alles, was du hast. Okay, warte mal, wie viel Mana habe ich? 18, ja, komm, das reicht erstmal. Dann den und den noch, die Verjüngungstränke. Mana reicht erstmal, gut. Geschichte der Verdammten. Ich möchte auch meine Truhe tun. So, auf bald. Bis später. Warte, warte. Fertig kein Buch. Und das hier, das kann ich doch jetzt mit Fernkampfresistenz. Dann sieht das nämlich gut aus, ausrüsten. Und Herr Ketty, ich weiß gar nicht, ob ich Herr Ketty verkaufen kann. Das benutzen, danke Fertigkeitspunkt. Und den tun wir dann... Wo will ich den denn draufpacken? Auf die Heilung. So. Was war mit dem Gürtel? Ich weiß gar nicht mehr. Oh, lass mal da rein. Das... Der, ja, der war gar nicht so gut. Ich könnte es verkaufen. Ich weiß nicht, ob ich es verkaufen kann. Ich muss nochmal gucken. Ja, mein Gebieter. Habe ich das jetzt irgendwie einfach übersehen? Nein, habe ich nicht. Ketty, willst du haben? Ja, kannst du haben. Will ich da irgendwas noch behalten? Nee, ich habe die Kette, habe ich jetzt veredelt und dann angezogen. Bei den Ohrringen. Mist, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Mist, ich kann mich nicht behalten. Ich hasse es. Die Ohrringe. Nee, die wollte ich aber nicht. Genau, ja. Ich ja, mein weiß Gebiete. Wieder. Die können auch raus. So. Auf bald. Bis später. Schön. Dann werde ich wahrscheinlich gleich nochmal vielleicht bei den Verzauberungen vorbeischauen. Ich packe nochmal kräftige Körper drauf. Ich meine, ich benutze es sehr oft. Leider hatte sie jetzt keine weiteren Veredelungen mehr, die mich interessieren würden. Halt echt viele. Ich bräuchte mehr für. Ah, warte, da habe ich noch eine Veredelung. Ich habe halt echt viele Verzauberungsfelder, aber wenig Verzauberungen. Na gut, ich werde auf jeden Fall hier jetzt nochmal gerade alles durchgehen bei dem Turm. Das nehme ich aber nicht auf. Das ist wahrscheinlich nicht so spannend. Falls sich irgendwas geändert hat, würde ich euch das dann einfach in der nächsten Aufnahme noch zeigen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.